Ich muss den leider seine Nase blutig schlagen. Hat er nicht die Eier gegessen im Dschungelcamp? Ja, halt, sag ich jetzt mal, den Leuten so verbal in die Fresse kacken oder halt auch mehr. Was geht ab, Ladies and Gentlemen, liebe Hip-Hop-Freunde, herzlich willkommen zum Rap-Riddler-Interview Drive-By Channel Deluxe. Wir sind am Start heute wieder mit drei krassen Rappern. Ich stelle sie euch einmal kurz vor. Einmal Automatik, Attila ist am Start, wir haben hier Arkes und Kaliber 95 ist auch hier mit auf der Couch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr habt ein Album produziert zusammen, fertig gemacht. Erzählt mal ein bisschen, worum geht's da, was sind so die Inhalte? Auf jeden, ja. Wir haben zusammen ein Collab-Album gemacht, das sich, wie hier auf dem T-Shirt zu sehen ist, Riders nennt. Riders sind Initialen von Attributen, die uns sehr wichtig waren. Also wir waren damals auf dem Heimweg vom Fitnessstudio und haben so ein kurzes Brainstorming gehabt, wie wir das Album nennen sollen, und haben halt gewisse Attribute, die uns wichtig sind, dann zusammengefasst. Und da ist halt real, intelligent, durchtrainiert, animalisch, Südländer. Wäre cool, wenn du was zu jedem Attribut oder zu jedem Wert was sagen könntest. Also was bedeuten genau diese Werte für dich? Ja, real zu sein, ist ja ganz klar, liegt ja auf der Hand. So, man sollte sich selber auch nichts vormachen, anderen Leuten genauso wenig. Das ist halt real so. Real in dem Sinne das Gegenteil von einem Blender. Genau. Bei uns so schön, wie man sagt, Blendawi. So. Du sollst einfach authentisch sein, du sollst nicht irgendjemandem was verkaufen, was du eigentlich gar nicht bist. Okay, gewissermaßen ist Entertainment immer gut, aber man sollte es auch nicht übertreiben und da den großen Schauspieler raushängen lassen. Die sollten sich selber einfach nichts vormachen, so, weißt du, so. Also wir haben auch viele Nachwuchsrapper natürlich da draußen, die ihre Freestyle-Skills verbessern wollen, die Rap lernen wollen, Rap besser kennenlernen wollen. Denkt ihr, man braucht eine gewisse Intelligenz oder ein gewisses Talent, um Rapper zu werden oder ein guter Freestyler zu werden? Definitiv. Genau deshalb haben wir auch Intelligenz genommen, weil mir selber persönlich ist das sehr wichtig, weil ich anhand der Texten analysiere ich, wie schlau ein Mensch einfach ist. So. Und das kann ich sehr schnell feststellen, ob der was im Kopf hat oder eine Butterbirne ist, so anhand seiner Texte. Ja, korrekt. Intelligenz abgedeckt, dann D steht für? Durchtrainiert. Durchtrainiert, ja. Erzähl mal ein bisschen so zum Trainingsmodus von euch allen. Ich sehe, ihr habt alle krasse Oberarme, also Bizeps, Trizeps läuft bei euch. Wie oft seid ihr im Fitnessstudio und wie hat das angefangen mit dem Training? Und vor allen Dingen, was bedeutet für euch also Training? Ich bin ehrlich, zurzeit bei mir ist ein bisschen so Arbeit mehr an erster Stelle so. Aber sonst auch gut trainieren gehen. Aber zum Beispiel wie bei ihm, er ist halt schon ein paar Stufen höher so. Er macht Ernährung, deswegen bei mir ist es anders. Ich bin nicht so krass in dem Film, aber man soll auf jeden Fall was für seinen Körper tun. Du sagst, du bist nicht krass in dem Film, aber du hast übertriebene Oberarme? Ja, aber das ja, ist aber halt... Du musst dir vorstellen, wir haben sowas hier als Messlatte. Genau. Und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir uns und denken so... Da geht noch was. Da geht definitiv noch was. Und genau das ist das. Ich habe so vor circa 3 Jahren eigentlich mit dem Training angefangen. Und auch die Anfangszeit war noch so ohne Gehirn trainiert, so ich wusste nicht, wie ich welche Muskeln kombiniere, wie ich mich ernähren soll und so. Und dank meiner Fitness-Mentoren so habe ich dann recht schnell gelernt, wie man sich ernähren sollte, wie man trainieren sollte, wie viel Subs man zu sich nehmen sollte. Und ich denke mal, wenn wir so Attila als Vorzeigebild haben, können wir nichts falsch machen. Und jetzt animalisch, jetzt wird es natürlich pervers. Animalisch, warum animalisch, Jungs? Wann seid ihr das jetzt mal ausgerastet auf einer Party? Man kann animalisch, wie gesagt, zweideutig sehen. Einmal den animalischen, den im Fitnessstudio, und den animalischen, das Tier in dir rauslassen. Einfach sich nichts gefallen lassen, so Raubtierinstinkt. Ja. Sehr gut, dann haben wir noch S, könnte für sexy stehen, aber bei euch steht es für? Südländer. Südländer, ihr seid alle Südländer. Italien ist das nördlichste wahrscheinlich bei euch, obwohl Albanien... Ich komme von Süden, Süditalien. Ja, genau. Was bedeutet es für euch, genau Südländer zu sein? Einfach mal an die Decke gehen. Und einfach mal den, sag ich jetzt mal, den Leuten so verbal in die Fresse kacken oder halt auch mehr. Und was ich auch aber nicht gut finde sozusagen, weil man sollte auch jeden Fall nicht sinnlose Gewalt verherrlichen, so, weißt du, ist nicht gut. Aber wie gesagt, in manchen Momenten, an manchen Tagen, in manchen Zeiten, da ist es halt echt, da kommt eins auf zum anderen und da kommt dann in dem Moment eine falsche Person und
ein Wort gibt das andere und ja. Und dass man das quasi dann nicht auf der Straße auslebt, sondern dann im Fitnessstudio und nicht mit Menschen, sondern an den Gewichten, während man die Übung macht und so und über seine Grenzen geht und versucht, sich selbst zu zeigen, dass man quasi von Mal zu Mal auch besser werden kann. So. Und gleichzeitig natürlich den ganzen Stress loswerden, weil das ist dann die intelligente Art und Weise, das loszuwerden, weil manche Leute gehen dann noch zum Psychiater oder zum Psychologen und bezahlen da Geld unnötig. Aber nein, geh ins Fitnessstudio und mach es da. Und wie gesagt, wenn man das alles befolgt, dann ist man im Endeffekt auch real. Finde ich richtig krass, weil das die Kontraste so aufzeigt. Einmal das weise, philosophische, intelligent und gleichzeitig animalisch die Triebwelt. Ne? Also es ist eigentlich gegensätzlich und das macht dann das Real in der Mitte. Ne? Die Wahrheit ist in der Mitte. Deswegen würde ich euch gerne fragen, wann hattet ihr eure letzte Schlägerei? Jetzt mittlerweile Bewährung seit 3 Jahren so. Deswegen, da ist schon seit 3 Jahren gar nichts mehr so passiert. Ist auch besser so. Ist auch besser, man hat die Quittung bekommen und jetzt ist man ruhiger geworden. Arbeiten, Musik machen, leben. Aber ja, mit Schlägereien, wie gesagt, dadurch, dass ich diesen Lifestyle jetzt schon auch seit langem lebe, so ist es sehr, sehr lange her, muss ich ehrlich sagen. Das ist locker 4 oder 5 oder vielleicht auch 6 Jahre her inzwischen. Das war auch eine private Situation, sage ich jetzt mal, zwischen ja, ein Freund oder ich kannte diese Person und das war ja so eine Art Missverständnis, aber in diesem Missverständnis hat er halt meine Mutter beleidigt, so weißt du, und das geht halt nicht und so. Der war auch ein Landsmann, so ein Türke, aber wie gesagt, ich muss den leider seine Nase blutig schlagen. Ja, es tut mir auch leid im Nachhinein, aber er hätte es anders sagen sollen, so. Jani. Bei mir ist es ewig, ja, ich glaube vor 4 Jahren oder so. Also, wie gesagt, wir sind alle erwachsen geworden und durch diese Attribute kommst du einfach besser durchs Leben. Vor allem Südländer, es gibt immer so ein gewisses Schubladendenken, wie die Menschen uns einstufen. Der Kanake da drüben, der geht ins Fitnessstudio, der ist aggressiv und so. Dabei wissen die Menschen nicht, dass Menschen, die Sport machen, eigentlich so der Ruhepol sind. Die selber, wenn irgendwo eine Stresssituation, das siehst du an einem Boxer. Boxer, so, der will sich nicht draußen boxen. So, der behält erstmal so die Ruhe und probiert der Situation irgendwie zu entweichen. Und wenn es halt nicht anders geht, dann kassiert er halt. Nicht der Boxer, sondern derjenige, der sich halt aufmuckt. Und wir wollten halt diese ganzen Klischees so sprengen und sagen so, nee, ey, es gibt so reale, intelligente, durchtrainierte, animalische Südländer, die alles kombinieren. So Leute, die ins Gym gehen, täglich pumpen und so, sind keine Monster und keine Tiere, auch wenn wir animalisch damit haben, aber animalisch steht für was anders. Und die Leute sollen endlich mit ihren Schubladendenken aufhören und nicht jedem gleich so einen Stempel auf die Stirn aufdrücken. Finde ich super, auf jeden Fall richtig gut. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, wie ihr das Wort Kanake definiert und was das für euch bedeutet, auch in Beziehung mit dem Rap-Geschäft. Ich gebe die Frage an die Killer Kanaks weiter. Alright, Killer Kanex. Also ich finde, inzwischen ist es so mit dem Begriff in Deutschland schon fast so wie in Amerika, dass quasi die Schwarzen untereinander zu sich Nigger sagen. Aber wenn es ein Weißer sagt, dann ist er sofort ein Rassist. So. Außer er ist natürlich von den Schwarzen auch ein Freund oder so oder ein Bekannter, dann geht das. Ja, in Deutschland ist es, finde ich, ähnlich geworden. Früher, wenn jemand das Wort benutzt hat, das war meistens ja, rassistisch gemeint oder nicht in einem positiven Zusammenhang. Inzwischen ist es durch den deutschen Rap, finde ich, auf jeden Fall massentauglicher geworden. Ist jetzt nicht schlimm, finde ich, weil ja, es ist, wie es ist. So. Das ist Jugendkultur, die Jugendlichen sprechen so miteinander, da kann man nichts machen so. Zu Hause reden sie dann wahrscheinlich dann doch anders untereinander vor den Eltern, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wie geht ihr mit Hatern um? Weil nicht jeder findet Hip-Hop gut, nicht jeder findet vielleicht euren Style gut, weil ihr macht ja, sag ich mal, so ein bisschen Gangster-Rap oder ein bisschen Pimp-Rap, mal ein bisschen was Philosophisches. Das ist insgesamt sehr philosophisch, finde ich auch. Auf jeden Fall sehr deep. Aber wie geht ihr damit um, wenn Leute euch kritisieren oder was? Wie findet ihr generell, sollte man damit umgehen? Ja. Ihr könnt mich lieben, ihr könnt mich hassen. Scheiß drauf, Mann. Sollen die machen, was die wollen, so. Aber wenn dich jemand hatet, hat's immer einen Grund, so. Von daher ist ja auch gut. Hat nicht nur schlechte Seiten, so.
Sollen die machen, sollen die haten, sollen die nicht haten. Also geht ja am Arsch vorbei, praktisch. Alles klar, bei dir? Ja, Grund in dem Sinne, so Grund, okay, sie sind neidisch, sind vielleicht selber insgeheim Rapper, haben keinen Erfolg und gönnen dir das nicht. Und von daher zeige ich ihnen auch einfach die kalte Schulter, das interessiert mich nicht. So, ich selber weiß, was ich kann. Und Kommentare lest ihr euch nicht durch? Natürlich lese ich mir Kommentare durch, aber ich kann dann sehr gut objektiv betrachten, so, ob, was er schreibt, ob das so ernst ist, so, ob das irgendwo Hand und Fuß hat oder ob er so einfach nur Bullshit schreibt. Du hast gerade kurz in der Pause gesagt, Rap-Riddler ist in einem deiner Lyrics irgendwie vorhanden? Ja, ich habe auf Riders eine Punchline, die geht, deine Rapper stelle ich in Frage, wie Riddler. Okay, korrekt, korrekt. Ja, okay, alles klar. Riddler stellt ja immer die Fragen, die ganzen... Der Mann der Fragen, der Mann der Wortspiele, der Mann der Rätsel. Ja, dann gehen wir mal direkt rüber an Attila. Was geht bei dir so? Was hat dich früher inspiriert? Was hat dich ins Rap-Game gebracht? Welche Rap-Idole? Das erste richtige Tupac-Album, dieses Strictly For My Niggas. Auf jeden Fall noch Markzeiten, so habe ich mir das geholt und habe das gepumpt. Auf jeden Fall, das Album war überkrass. Dann so Sachen wie natürlich Wu-Tang Clan und so. Das allererste Album, das Enter the 36 Chambers. Und natürlich so Klassiker halt wie The Chronic von Dr. Dre, Snoop Dogg's Doggy Style, dieses What's My Name. Das war so überkrass. Also bei den Deutschen war das so, dass uns lange Zeit gar nicht so wirklich interessiert hat, bis wir dann irgendwann mal von Azad und Savage gehört haben. Und dann haben wir, das waren auch die Zeiten, wo sie auch viel gemeinsam gemacht haben. Und ja, die haben wir auf jeden Fall sehr stark gepumpt in der Zeit und haben uns dann auch im Nachhinein gedacht so, wow, den ganzen Scheiß kann man ja auch fett auf Deutsch machen so. Ohne dass es peinlich klingt, so krass, okay, und haben uns halt dann von den Leuten so inspirieren lassen und natürlich sind dann auf jeden Fall noch sehr, sehr viele, viele Leute gefolgt und inzwischen gibt es sehr, sehr viele gute deutsche Rap-Künstler da draußen, sage ich jetzt mal, auf diesem Level, egal ob es jetzt Straße, Punchlines, Battle ist oder Storytelling oder was auch immer, also da gibt es echt sehr, sehr viele Leute, die gutes Talent haben, wie zum Beispiel auch die zwei jungen Herren neben mir. Was sind eure Lieblingskarren und was hattet ihr bisher in den Videos für Autos am Start? BMW, Benz. Also wenn du jetzt 1 Million hättest, also oder sagen wir mal, du hättest jetzt 100.000 oder 200.000, was für eine Karre willst du? Dicken Lambo so. Dicken Lambo direkt, geil, ey. Ja, okay, passt zum Italiener natürlich. Und bei dir? Ich gebe mich mit so einem Jeep zufrieden, also so ein Audi Q7, finde ich cool so, in Alpina Weiß, schön getönte Scheiben, reicht. Korrekt, korrekt. Und was ist bei dir, Attila? Ich finde die neue E-Klasse Coupé ganz geil. Also bevor es hier ins Rap-Riddler-Spiel geht, Ladies and Gentlemen, will ich auf jeden Fall noch eine Frage stellen, die sehr wichtig ist für mich, weil es gucken ja auch viele Jugendliche zu und viele denken, ja, Rap-Geschäft ist einfach Drogen nehmen, Frauen knallen, aber es ist ja nicht so, ihr seid ja intelligent und animalisch, ihr habt das ja in die Mitte gebracht, Snoop Dogg raucht ja auch auf seinen Konzerten. Thema Drogen, wie ist das mit euch, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht und wenn ihr jetzt den Leuten da draußen was über Drogen erzählen würdet, was würdet ihr denn sagen? Nimm keine, vercheck keine. Behalt deinen klaren Kopf. Ich selber bin so Anti-Drugs. So. Noch nie gekifft? Natürlich habe ich es ausprobiert, aber recht schnell so festgestellt, ist nichts für mich. So, ich mag es, einen klaren Kopf zu behalten, auf jeden Fall. Okay, klarer Kopf, schön zum Schreiben, sehr gut, sehr gute Message. Attila, wie ist das bei dir? Ja, so ab und zu chill ich schon mal so ein, ja, weil ich trinke keinen Alkohol. Und es ist auch schlecht. Kommt das, dass du kein Alkohol, wahrscheinlich, weil du, religiöse Gründe? Nee, nicht religiöse Gründe, so, weil auch wegen am Training und so, aber halt auch, ich meine, es ist auch eine Sünde halt so quasi, aber ich mache es jetzt nicht nur wegen der Religion, sondern auch wegen am Training, weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich am Wochenende saufen war, dann die nächste Woche Training war halt miserabel, ekelhaft, schlecht so. Und ja, und wenn ich zum Beispiel ein Wochenende so Bob Marley Party gemacht habe, ne, danach ins Training gegangen bin. Echt? Also nach dem Smoken kommst du klar auf Training? Ja, also ich hatte keine Probleme damit so. Ich weiß nicht, wie jeder andere reagiert so. Also mein Körper hat so relativ gut verkraftet. Und im Gegenteil, also es ist ganz gut gewesen so. Ich
kann es eigentlich nur weiterempfehlen. So. So, und ich wäre natürlich nicht der Rap-Riddler, wenn ich nicht ein Spiel am Start hätte für die Jungs. Es geht los, schönes Kartenspiel, ich erkläre euch sofort, wie das geht. Also, ich ziehe jetzt eine Karte und wir machen ein bisschen Brainstorming. Das heißt, ich ziehe eine Karte und da wird eine Person drauf sein. Und ihr werdet sagen, einfach nur kurz, was ihr, einfach so einen Kommentar abgeben. Das sind mehr oder weniger Kollegen von euch. So, also, let's go. Direkt, wir fangen an hier mit Flavor Flav, ladies and gentlemen. Tja, ich habe nur ein paar Mal diese Serie gesehen. Auf jeden Fall lustig, mit dieser Uhr und so. Ja. Oldschool-Legende, auf jeden Fall. Die Uhr hat echt damals was Mode, Alter. Ich habe viele Leute mit der Uhr gesehen. Public Enemy. Oh ja, yeah, alles klar. Ganz kurze Frage dabei, würdet ihr das auch machen, so ein Format mit 20 Frauen hier alleine als Checker? Hm. Nee. Definitiv. Kommt auf die Gage drauf an, ne? Korrekt, die Frauen reichen nicht aus. Bitches for money, alles klar. Jetzt geht's los hier mit dem DJ, DJ T, DJ Tomek. Gefällt mir nicht. Hat er nicht die Eier gegessen im Dschungelcamp? Der war doch im Dschungelcamp, oder? Der war im Dschungelcamp, auf jeden Fall. Hast du geguckt? Nee, ich hab's nicht geguckt, ich hab's nur gelesen. Alright, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz weichen Jungen, der richtig, ja, der halt sehr, sehr soft ist. Haftbefehl. Ich nehm dir alles weg. Gillette Abdi. Aslax. Ist da korrekt? Wen haben wir noch? Rapper der zieht. Es geht weiter mit, oh, den habt ihr schon genannt? Ja. Das ist King of Rap, auf jeden Fall. Wir hatten auch schon mal die Ehre, zwei Songs mit ihm aufnehmen zu dürfen, auch mal mit ihm auf der Bühne zu stehen. Schöne Grüße an Savage Abi. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Wie ist er so als Person für dich? Ein super netter, lieber Mensch. Auf jeden Fall ein korrekter Typ. Mit aggressiven Punchlines. Sla, geht weiter mit, ich denke, das ist einer, der dem grünen Zeug nicht gerade so abgeneigt ist. Das ist Afro. Afrop. Mit Azad, was geht bei dir und so, Killer? Ja Mann, ich würde mich freuen, wenn er mit Sammy zusammen ASD so eine Fortsetzung auf jeden Fall macht. Früher war er auf jeden Fall krass am Start. Und so Sachen wie dieses Reimemonster mit Ferris und so hat auf jeden Fall ein paar miese Kracher damals gelandet. So. Sehr korrekt. Und hast du vielleicht noch ein paar Punchlines für uns? Vielleicht zum Abschluss vom Interview? Wir sammeln so ein bisschen irgendwas Korrektes, irgendwas Krasses, irgendwas in die Kamera für die Leute da draußen. Von dir. Leg dich nicht mit mir an, denn du gehst zugrunde. Denn für mich ist er keck wie auf Türkisch, Junge. Ich bedanke mich bei euch für das fette Interview. War sehr, sehr geil. Ladies and Gentlemen, das waren hier Attila, Automatik, Akis und Kaliber 95. Sehr geil, dass ihr da wart. Peace out und viel Erfolg auf jeden Fall im Rap-Geschäft. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Jungs. Alles klar. Haut rein, Rap-Ritter für euch. Drive-by. Let's go.